dass wir die Leistung jetzt ein bisschen verbessern können. Das heißt, wir haben da nicht mehr 1, 2 stehen, sondern auch schon bis zu 12. Und sobald man hier rundum alles mit Bücherregalen vollgemacht hat, haben wir dann auch die höchste Stufe, die wir kriegen können. Die werden wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen, weil wir nicht so viel, weil wir auch nicht so viel Experience haben, die wir vergeben können. Aber ich meine, für später wäre das schon ganz gut, wenn wir den hier komplett ausbauen. Und deswegen ernten wir das Ganze hier mal einmal ab. So. Und hier vorne noch einmal. So, da ist sicherlich einiges ins Wasser gefallen, aber naja, so schlimm ist das nicht, dass wir nicht alles mitkriegen. Also, wie man hier sieht, das ist echt, so wie das hochkriecht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Deswegen machen wir das so. Das wird zwar jetzt ein bisschen fummelig auch werden, aber wir haben da ja genug Zeit zu. Ach, ja, so. Das war drei. Ich glaube, das waren drei. So. Und die einmal drei übereinander. So, 20 Bücher. Das heißt, wir kriegen da nochmal sechs neue Regale raus. So. Und die stellen wir dann auch nochmal hier unten rein. Einfach der Vollständigkeit halber. Zack. Und zack. So. Und dann können wir einfach mal uns ein paar neue Schaufeln, wir haben sogar ein paar neue Schaufeln, sehr gut. Das soll uns ausreichen. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir hier ein bisschen mehr Glück haben als früher noch bei den Hühnereiern. Das heißt, wir nehmen die Schaufel rein. Jetzt mal rein, Interesse halber. Ah, die kann ich gar nicht anwählen, okay. Ja, jetzt. Gut, das ist jetzt natürlich nicht mitgedacht von mir. Damit das niedriger bleibt, weil wir haben halt keine Experience, nur vier Stück. Da können wir es jetzt einfach just for fun mal viermal ausprobieren mit den Verzaubern. Vielleicht haben wir ja Glück, aber ansonsten fangen die, glaube ich, erst so richtig ab 12, 13, 14 an. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall ein bisschen auf die Jagd gehen. So, ich werde jetzt hier erstmal mit der Axt. Das hauen wir mal wieder hier rein. Das brauchen wir jetzt nicht alles unbedingt. So, und dann hauen wir einfach die Tische nochmal weg. Die Tische, die Regale. Ach, da kriegen wir nur die Bücher raus. Na super. So, jetzt kann der hier nämlich wieder nur 3, 4 und so. So, und gucken wir mal hier. Effizienz. Das ist das, was wir nicht brauchen. Ja, genau. Und hier wird es dann nämlich weniger werden.
Auch Effizienz, also ich glaube, das wird, glaube ich, nichts, aber die ersten Level sind ja auch Effizienz. Das scheint wohl die schwächste Stufe zu sein. Und Effizienz, sehr gut. Dann müssen wir da wirklich ein bisschen ein paar Monster umhauen. Da bin ich jetzt echt am Überlegen, wie machen wir das? Machen wir da eine Höhlentour? Oder warten wir, bis es dunkel ist und gehen wieder auf diese zu dieser Wiese und hauen da alles zu Brei, was sich da bewegt? Macht so gesehen wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Ich glaube, effizienter wäre es aber, wenn wir uns auf eine dunkle Wiese begeben, mit einer Rüstung und da rumschnetzeln bis zum geht nicht mehr. Tja, was man nicht alles für so ein bisschen Rasen tut. So, erstmal kleiden wir uns ein bisschen gemäß an. Und dann hauen wir hier mal wieder das rein, was wir nicht unbedingt brauchen. So, wir brauchen auf jeden Fall Steaks. Wir brauchen noch ein vernünftiges Schwert. So, Bücher brauchen wir nicht. Alles, was so irgendwie wehtut beim Verlieren, falls wir doch irgendwie drauf gehen, lassen wir mal hier. So, dann könnten wir eigentlich noch ein paar Schwerter benötigen. Da sollten wir eigentlich auch schon. Ah, hier, das nehme ich nochmal mit. Die können wir eigentlich einmal so und einmal so. Dann haben wir da ein neues. Tja, ich würde zwar sagen, wir machen uns da ein richtig schönes aus Eisen. Wir haben zwar jetzt wieder ein paar Diamanten, aber da. Die Diamanten würde ich jetzt ehrlich gesagt doch noch lieber ein bisschen aufbewahren. Nicht, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder ein, zwei Diamanten brauchen, wieder gleich los müssen, um sie rauszuholen. Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als diesmal. Deswegen begnügen wir uns mit einem aus Eisen. Beziehungsweise es muss auch nicht nur eins sein, sondern da können wir hier. Machen wir mal fünf. Der Rest wird wieder weggeschlossen. Ich hau das mal hier rein. Ja, das wird jetzt alles wieder durchmischt, ich weiß, aber manchmal geht es halt ein bisschen schneller, wenn man das einfach nur irgendwo reinwirft. So, hier können wir dann eigentlich auch das Eisen mal reinstopfen. Und was sagt die Uhrzeit? Es wird dunkel langsam. Das heißt, wir können uns auf den Weg machen. Und da werden wir uns immer an den Fackeln halten, damit wir es auch wieder, ja, wieder nach Hause finden. Hallo Zombies, kommt mal her, Freunde. So, und ein Creeper-Mann. Sollen wir eigentlich unsere Hunde mitnehmen? Ja, wir nehmen mal unsere Hundis mit. Dafür haben wir sie ja, die helfen uns dann ein bisschen. Da werden wir uns nicht drauf verlassen, aber die können ja einfach mitzuhauen. So, einmal. Und zweimal. Und dann haben wir da ein paar Weggefährten. So, kommt mal her hier. Gut, dann gehen wir einfach an den Fackeln, an der Straße von Fackeln entlang und gucken einfach mal, was sich hier links und rechts bewegt. Wird sofort weggehauen. Zum Beispiel die Kollegen hier. So, und der Kollege hier. Oh, der hat der Hund ein bisschen was abbekommen.
So, die Schweine, die lassen wir mal ein bisschen am Leben. Der Zombie, der wird aber nicht verschont bleiben. So. Hier haben wir wieder einen kleinen Zombie. So, Hunde sind beide da, sehr gut. So, weiter wieder zur Fackel. Also, wir sind schon wieder Stufe. Aua, Stufe. Oh, aufpassen. Wir sind schon wieder Stufe 4. Das heißt, wir kommen hier eigentlich. Und. Oh. Ich glaube, da hat es leider unseren Hund erwischt. Und der andere geht da baden. Das sollte der auch lassen. Oh. Da werden wir jeden Creeper werden wir rächen, ne? So. Ja, unser Hund ist ein bisschen traurig, dass sein Freund draufgegangen ist, aber wir werden es einfach jeden heimzahlen. Alter, ey, wie viel haben wir hier? So, und was ich, wo ich jetzt auch ein bisschen aufpassen sollte, ist, dass wir nicht unbedingt Hunger haben und nicht regenerieren. Also. Oh, und jetzt fangen die schon an zu brennen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ein bisschen Zeit hätten wir noch. So, hier helfen wir mal ein bisschen. Aua, mit. So, der Creeper, der wird nicht verbrennen. Den müssen wir so eins auf die Nase hauen. Und wenn von euch nochmal. Ja, gut. Wie ihr wollt. Tja, das Hühnchen hier, soll ich dir mal helfen? Hier, kannst raus. Tja, jetzt ist es leider ein bisschen hell. Jetzt ist es leider ein bisschen hell. Toll. Jetzt, sonst wünscht man sich immer, dass es hell wird. Jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne, dass es wieder ein bisschen dunkel wird. Wir können theoretisch können wir hier mal durchgehen. Vielleicht entdecken wir ja noch was, aber wir sollten uns vielleicht nicht unbedingt von den Fackeln entfernen. So, hier haben wir eine. Und die nächste ist. Wo ist die nächste Fackel? Von wo kommen wir denn noch? War das nicht hier so? Ja, das kann man jetzt im Hellen nicht so gut sehen, wie im Dunkeln, ne? Ach, sieh mal an. Da haben wir einen neuen Hund. Tauschen wir einfach den mal aus, den wir verloren haben. Das fällt auch gar keinem auf. So, hallo Hund, willst du mitkommen? Wir können noch Hilfe brauchen. So. Da haben wir gleich einen neuen. Tja, und ich höre eine Spinne. Ich weiß nur nicht wo. Hier können wir mal ein bisschen rumfleuchen. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was hier gespawnt ist. Nein, sieht nicht so aus.
So.